der Lebensfreudemesse 2015 in der Lübecker Musik- und Kongresshalle und sind bei den Aktionskünstlerinnen Tila, eigentlich Tina Lange, und Hanni Barth. Ja, eine Frage. Wie läuft es hier in diesen Tagen? Ja, sehr kreativ, sehr entspannt, viel Publikum, viele Fragen, viele Inspirationen, einfach toll. Und ist der Besuch gut? Ja, sehr durchwachsen, das ist natürlich für uns immer ganz schön und spannend. Sehr gemischtes Publikum von jung bis alt, alles dabei. Dankeschön. Hanni, was macht ihr hier eigentlich genau? Wir demonstrieren intuitive Malerei. Was ist das? Wir haben uns zur Aufgabe gestellt, eine 2x2 Meter Keilrahmenwand zu bemalen, unter dem Titel Gemeinsam statt einsam. Wir haben beide komplett unterschiedliche Stile, Tina und ich, leben aber in der gleichen Philosophie oder in vielen ähnlichen Parallelen zueinander und haben gesagt, das ist eine Herausforderung, wir wollen das einfach mal versuchen, auch auf der Leinwand zu präsentieren, was nicht einfach ist, dachten wir, ist aber einfach. Wir haben das also ganz locker hinbekommen, kein Streit, Kommunikation, naja, macht halt Spaß. Lebensfreude. Ja, okay, dankeschön. Auf der Empore der Musik- und Kunsthalle, Musik- und Kongresshalle, stehen sogenannte Standmodule. Und da würden wir natürlich alle noch gerne wissen, was es mit diesen Modulen eigentlich auf sich hat. Ja, das ist eine Neuentwicklung von der Künstlerin Hanni Barth und mir, Tila. Das sind Module, Kunst gestaltet auf Styroporplatten. Die sind von beiden Seiten bemalt und wir rahmen die mit Holz. Sie bekommen einen anständigen Fuß und das ist gedacht für Hotellobbys, für Praxen, alle die, die Kunst nicht hängen können, aber ganz gerne etwas haben wollen, wenigstens zum Hinstellen. Na? Und dahinter stehen jetzt noch drei große Module, die miteinander verbunden sind. Was muss man sich darunter vorstellen? Das ist die kleine Schwester, die noch kleine Schwester der Berliner Kunstwand. Kunstmodule, Lübecker Kunstwand. Im Prinzip nichts anderes als mobile, große Visitenkarten verschiedener aktiver Künstler, die sich der Lübecker Kunstwand angeschlossen haben, um auf sich aufmerksam zu machen, Kunst zu dem Betrachter zu bringen und nicht umgekehrt. Kunst dadurch auch bezahlbar machen und die Möglichkeit für den Betrachter zu schaffen, sich direkt mit den Künstlern dann vor Ort zu unterhalten. Wir haben vor, wenn wir noch mehr Künstler, die sich der Lübecker Kunstwand anschließen, dann in Form von Blitzaktionen zu präsentieren, zum Beispiel in Travemünde oder in Scharbeutz oder hier in Lübeck und auf uns aufmerksam zu machen. Und allein durch die Messe jetzt haben wir drei neue Künstler gewinnen können, die also sagen, wir möchten das auch machen und schließen sich dieser Lübecker Kunstwand an. Ich denke mal, wenn wir so weitermachen, haben wir in 2 Monaten, 3 Monaten mindestens 10 bis 15 neue Künstler gewonnen. Das hört sich ja gut an. Und Blitzaktion heißt das dann, ihr seid so guerillamäßig in der Stadt unterwegs und stellt irgendwo plötzlich was auf? Genau.
Genau. Genau, genau. Das ist das, was dahinter steckt, so ein bisschen Guerilla-Marketing einfach zu machen. Natürlich achten wir darauf, dass wir auch vorab Genehmigungen bekommen, dass wir also nicht irgendwo, ich sag's mal, illegal stehen und dann vielleicht noch Ärger mit der Stadt bekommen. Das wollen wir natürlich nicht. Das soll natürlich ein Projekt sein, auch einfach für die Bewohner der Stadt, für die Bewohner der Umgebung. Kommt der Mensch nicht zur Kunst, dann geht die Kunst eben zum Menschen und wir gestalten unsere Umwelt auch ein bisschen bunt. Ja, unglaublich. Und ich mag mich vom Kaffee.